Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, und wie ihr seht, Roborock. Ich habe mir einen Roborock geholt. Und zwar, also hier wird auch nirgendwo Werbung stehen, weil ich habe ihn selber bezahlt. Das ist der Roborock S6, also das neueste Modell aus der Roborock-Reihe. Bei dem Angebot, ich wollte eigentlich bis zum Black Friday warten und dann zuschlagen bei Amazon. Ich habe mir jetzt woanders gekauft, weil das Angebot konnte ich mir nicht durch den Lappen gehen lassen. Ich habe jetzt 400, also der sollte 466 Euro kosten, wo er überall 566 gekostet hatte. Habe durch einen Code, weil ich mich für den Newsletter angemeldet habe, glaube ich, habe ich nochmal 7,50 Euro geschenkt bekommen. Habe somit eine Rechnung jetzt von 458,50 Euro. Und ich habe so ja noch ein Jahr Anschluss, 24 Monate Anschlussgarantie dazu gekriegt. Also nochmal 2 Jahre zu der normalen Garantie nochmal hinten dran. Voll geil. Und zwar von Digitalo. Kannte ich vorher auch nicht. Habe ich durch Zufall gefunden. Ich bin bei Amazon schon auf den Betrüger reingefallen. Gott sei Dank hatte ich... Amazon. eBay. Ich weiß schon, warum ich lieber Amazon bestelle. Habe das Geld Gott sei Dank noch nicht überwiesen gehabt. Und ja, da hat mich der Lampenladen oder wie die hießen, angeschrieben, dass das Konto am Wochenende gehackt wurde. Und die dafür nichts können. Und wenn ich da schon bezahlt haben sollte, soll ich mich beim eBay-Kundensupport melden und sowas alles. Gott sei Dank hatte ich noch nicht überwiesen. Weil da sollte er kosten 358 Euro. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ist der schwer, ey. Boah. Und ich wollte ihn unbedingt in weiß. Ich wollte ihn in weiß. Oh. Da ist er. Ich habe, glaube ich, hoffentlich jetzt mit Kupfer und nicht ganz weiß. Ich wollte diesen mit Kupferfarben haben. Aber die hatten... Ah nee, grau. Ich habe den. Die hatten nur mit grau und den schwarzen. Ich hätte gerne den mit Kupfer gehabt. Aber egal. Wir haben... Hier ist das Roborock-Zeichen und Roborock S6. Ja, hier haben wir dann halt die Teile. Der Roborock ist mit bei, die Ladestation, irgendein Dumperport-Matt. Ein Dumperport-Matt, also, achso, eine Matte, okay. Filter, Wasser, bla bla bla, Stromkabel, alles mit bei. Der soll jetzt leiser sein. Der ist mit Radar. Jetzt hoffe ich, dass der die Schwelle zum Wohnzimmer überwinden kann, ohne dass ich was runterpacken kann. Ich kann euch das mal kurz zeigen hier. Ich habe hier so eine Gummimatte. Das ist eigentlich ein Läufer für vor der Tür. Und da packe ich dann hier so ein Stück Pappe von Amazon drunter, hier an der Schwelle. Also an die Schwelle ran und das dann rüber. Und dann kommt da hoch. Bei meiner kommt nur 1,5 cm oder so. Ich brauche aber mindestens 1,8 oder so. Und der Roborock soll hier 2 cm schaffen. Das werden wir uns davon mal überzeugen. Gucken, ob er das überhaupt macht und ob er das schafft. Das ist ja für Altbauwohnungen ist das ja bestimmt sehr interessant. Ist ja hier auch so Altbau, also Plattenbau. Und meine Wohnung haben sie noch nicht nachgerüstet, dass sie barrierefrei oder allgemein hier diese... Kladderadatsch alles hat. Leider. So. Oh Gott. Ich muss erstmal Platz machen. Was habe ich denn hier für einen Scheiß schon wieder liegen? Ach, das ist ein Dreckskarton. Kein Platz hier, ey. Einmal, der sieht aber ganz schön kurz aus, der Stromkabel. Ein Stromkabel? Sieht ein bisschen kurz aus.
Ich lasse mich mal überraschen. Aber ne, so lang braucht er bei mir ja nicht sein. Stromkabel. Das ist eigentlich hier vorne drin, das ist mir jetzt runtergefallen. Dann einen Filter haben wir mit bei. Ich mache mal mein Handy weg. So. Ach, hier. Das ist die Matte. Sehr cool. Bestimmt, dass wenn er nass gemacht hat, also nicht er sich nass gemacht hat, sondern wenn man auch wischt, das läuft ja so ein bisschen aus, damit es dann halt nicht an Ort und Stelle ausläuft. Dann haben wir hier bei technischen Fragen. Habe ich jetzt nicht. Dann haben wir hier. Ach so, das sind die Tücher für. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin sind. Für Wischen. Für die Wischfunktion. Ich habe hier nochmal. Ach so, das ist der Tank. Ach, da kommt es ran denn, oder was? Mit Klett oder wie? Dann werden wir uns nachher angucken. Das ist der Tank. So wie es aussieht. Sieht ein bisschen dünn aus. Also so viel Wasser passt da gar nicht rein. Ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen größer. Okay. So, dann haben wir ein. Ach du Scheiße. Ein Benutzerhandbuch. Das ist ja. Ach du Scheiße, ist das dick. Frequenzbereich 2412 bis 2472 MHz. Sendeleistung 19 dB. Frequenzrange. Okay. Ist bestimmt für die Basis oder so, keine Ahnung. Gut, haben wir das. Dann ist jetzt hier. Nichts weiter, oder? Ne, hier ist nichts. Das ist jetzt nur Pappe. Ja, Pappe beiseite. So, dann haben wir hier die Basis. Das gucken wir uns nachher im Hardware-Video alles ganz genau an. Jetzt geht es ja nur ums Auspacken, damit ihr seht, was drin ist. Uah! Der Roborock. Die Bürsten sind hier ganz anders. Ach, das sind Gummibürsten. Okay. Gut zu wissen. Aber Ersatzteile jetzt nicht mit bei, großartig. Ich hab dir nichts getan. Going back to the dock. Paused. Du bleibst schön da. Continue returning to the dock. Nö. Weiter ist jetzt hier nichts drin. So, dann werden wir das mal. Hier reinmachen. Achso, das ist falsch rum. So rum. So, achso, dann können wir das User-Handbuch, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ist ja keine Raketenwissenschaft, dann. So ein Roboter. Ich denke mal schon, dass wir. Achso, nee, ich brauche das Heft doch. Ich brauche das ja wegen der App. Da ist ja garantiert wieder irgend so ein QR-Code, den man scannen muss, mit bei. So, gleich gehen wir alles nochmal durch, was mit bei ist. Ach, so, ich mache mal das so. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus, wenn wir den hier noch hinstellen. Also wir haben erstmal ein User Manual mit bei, was ziemlich dick ist. Dann noch den Zettel. Dann den Roborock haben wir hier drin. Den werden wir gleich im Hardware-Video auch auspacken. Mit Laservermessung und so ein Scheiß alles. Der hat nur eine Bürste. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen, ob er über die Stufe rüberkommt. Also, so wie hoch wie der geht. Boah, Alter, musste klappen. Dann die Dogging Station, logischerweise. Also die Ladestation.
Aber wieso ist denn der hier unten? Wurde der Roborock nicht eigentlich hinten geladen? Der hat jetzt hier unten wieder. Aber mir war so, als wenn der Roborock hier hinten irgendwie Ladestation hat. Also, dass da Metalldinger sind zum Laden. Dass er da ranfährt. Error 3. Move the main unit to a new location and restart. Ja, ist okay, mach doch noch. Aber das ist auch Roborock S6. Aber hier schön fest. Gummi haben wir hier auch drunter, das gucken wir uns nachher im Hardware-Video alles an. Dann haben wir die Wischteile hier, also da sind zwei hier drin und der Tank. Dann haben wir hier nochmal Wischteile. Boah, die sind so leicht, die sind was härter. Ich glaube, das sind welche zum Wegwerfen. So, dann haben wir das. Dann haben wir den Stromkabel. Und wir haben ja die Unterlegscheibe. So, dann werde ich nämlich jetzt für das nächste Video schon mal vorbereiten. Wir werden uns gleich die Hardware angucken. Aber ich werde vorher noch die Software runterladen. Muss erstmal das Deutsche finden und ja. Ah, hier haben wir eine Auflistung. Okay. So. Charging Docking. After Filter. Also muss es ja auch in Deutsch geben. So, Spanisch, Following EU, Filter, aber schade ist, dass vorne halt keine Erklärung ist, ab welcher Seite welches Land anfängt. Das wäre natürlich ganz toll. Ah, hier, ich hab's gefunden. Sicherheitshinweise, Warnungsaufkleber. So, also. Wir haben mit bei einsetzbarer Wassertank. Das ist der hier. Das ist der Wassertank. Den haben wir mit bei. Wischtücher. Befestigte Einwegwischtücher. Achso, wir haben Wischtücher hier mit bei. Zwei Stück, so wie es aussieht. Und Einwegtücher. Ist mir jetzt nicht direkt klar, warum ich jetzt hier Einwegtücher brauchen sollte, wenn ich die anderen ja einfach waschen kann. Aber okay. Die werden sich was dabei gedacht haben. Noch eine andere Art von Einwegwischtuch. Hier sind mehrere drin. Ah, hier ist noch eine Platte drin. Ah, hier sind mehrere drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Stück. Sieht man nicht? So, dann haben wir einen Luftfilter, Ladestation. Feuchtigkeitsbeständige Matte, Stromkabel, Wasserfilter. Wasserfilter habe ich nicht mit bei. Die müssen dann hier irgendwo. Ach, hier. Da ist der Wasser. Da sind die Wasserfilter mit bei. Die sind hier. Also alles mit bei. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Fernbedienung haben wir hier keine mit bei. Ah, hier. Xiaomi Home App QR-Code. Da haben wir schon den QR-Code. Das werde ich jetzt machen. Ich kann euch aber noch schnell im Unboxing zeigen, wie leicht das eigentlich geht. Ich gehe bei mir auf die Kamera. Und dann habe ich hier oben so ein Symbol.
da so eine Art Halbkreis, zwei Halbkreise übereinander. So. Und dann komme ich automatisch zum QR-Code und den brauche ich hier einfach nur drüber halten. Zack, und der hat ihn schon gefunden. Dann komme ich zu homeme.com und der leitet mich automatisch weiter zu Xiaomi Home. So, jetzt lade ich gerade die App hier runter. Die hat dieses Icon. Das ist die Xiaomi App, das Icon. Roborock hat ja jetzt dieses mit dem Z. Also, ob das nochmal geändert wird, weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir unter Roborock direkt was finden. Roborock S6. Ich habe auch eine Roborock-App. Ja, die lade ich mir auch mal runter. Und bei Xiaomi, was ist das für eine? Okay. Okay, also ich soll installieren. Okay. Und installieren. Ist die App bereits installiert? Verbindung, ja. Xiaomi Home. Suchen Sie in der App. Suchen Sie, um die App herunterzuladen, um zu installieren. Wenn Probleme, bla bla bla, WLAN, bla bla bla. Naja, werden wir mal gucken. Werden wir gleich machen. Im Hardware-Video. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Da werde ich das dann noch ein bisschen genauer auspacken. Wir werden uns den Roborock mal ganz genau angucken. Wir werden die App installieren und wir werden testen, kommt da wirklich die 2 cm hoch? Also jetzt sind ja 1,8 oder 1,9 bei mir. Müssen wir mal gucken. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Den Link zum Shop packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich packe auch den Amazon-Link mit rein für die Leute, die lieber bei Amazon bestellen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.